Daddy ist zurück. Mit dem Titel Dreamlight Valley von Disney, ein Early Access. Und wir schnuppern mal ein bisschen rein, mal schauen, was das Spiel zu bieten hat, ob das für Kinder überhaupt so gerecht ist, wie es sein sollte. Viel Spaß! So, gleich ein neues Spielchen. Let's go. Oh, erstmal Charakter erstellen, ja? Aber da kann man den nächsten Schritt bearbeiten. Okidoki. Importieren. Wollen ja hier nicht zu viel machen. Bisschen, ja, authentischer Charakter, ne? Bereit. Gib dir deinen Namen ein. Geht das so? Oh, bisschen laut, hä? Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende. Denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf zur Nature? Nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Merlin. Oh, wie elegant ich angeflogen gekommen bin. Oh, hallo. Was ist das? Meine Brille verzaubert oder bist du doch echt? Ich weiß nicht, bist du es? Was ist das für eine Frage? Ach du liebe Zeit, du musst furchtbar verwirrt sein. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeit niemanden mehr getroffen. Willkommen in Dreamlight Valley, mein Freund. Dreamlight Valley? Dieser Ort ist irgendwie wundervoll, irgendwie gruselig, furchtbar geheimnisvoll. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Ort ewig erforschen könnte, ohne all seine Geheimnisse zu entdecken. Ja, das Tal ist voller Geheimnisse. Es gab aber eine Zeit, in der es auch mit Magie und Wundern erfüllt war. Oh, aber ich habe mich noch nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Ich kenne dich, du bist Merlin. Das ist seltsam, ich habe das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauberer, richtig? Nun, ja. Aber nicht irgendein Zauberer. Ich bin ein Wahrsager, ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies so geklärt ist, stellt sich noch die Frage, wer du bist. Ich bin... Ja, ihr wisst, wer ich bin. Nur ein einziger Weg, Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Magie? Ich? Ha, niemals. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ja, tolle Magie. Ich weiß es nicht, wie ich herkomme. Ich habe einfach die Augen geschlossen, stief ein und plötzlich war ich hier. Magie hatte nichts damit zu tun. Ganz im Gegenteil, Magie hat alles damit zu tun. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf den wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Retten? Vor was retten? Das ist in der Tat eine kluge Frage. Schließlich kann ein Problem erst dann gelöst werden, wenn man es verstanden hat. Wenn wir das Tal wieder zu dem machen wollen, was es war, ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft, wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Wir müssen. Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen? Ah ja, das Vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher der Name kommt. Also gut, hör genau zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Dreamlight Valley war einst ein wundervoller Ort.
Das Leben war schön dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann. Unsere Erinnerung begann zu verblassen und Greenlight Valley wurde zu einem... Ja, wir haben unser Bestes getan, um die Erinnerung an unser frühes Leben zu bewahren. Welches Kind soll es so schnell lesen? Da ich in Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Erzähl mal, wer war der vermissten Herrscher? Ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft zum Tal stammen von unserem Herrscher. Er wachte über das Dorf und beschützte uns vor dunkler Magie. Aber eines Tages fing er an, sich anders zu verhalten. Auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unser Herrscher einfach verschwunden. Es ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Wegen des Vergessen. Mein Herrscher ist einfach abgehauen. Es muss einen Grund dafür geben. Vielleicht muss euer Herrscher gehen. Ich weiß, er hatte ja keine andere Wahl. Oh, unser Herrscher war freundlich und sehr edel. Es muss einen guten Grund gegeben haben, warum er gegangen ist. Wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was es war. Ja, wir sollten vorangehen. Nun, es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du derjenige bist, der Greenlight Valley von dem Vergessen retten soll. Ein kleiner Test deiner Magie. Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Ob das dieselben Dornen sind von Maleficent? Von Dornröschen? Komm mit, wir untersuchen das gemeinsam. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Bewegen, Kamera drehen, auf A aber nutzen. Okidoki. Wusch, 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 wusch. So, muss ich versuchen, das Haus zu betreten. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ich habe mein Aufzeichnung nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdornen kurz nach dem Verschwinden unseres Herrschers begannen, das Greenlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diesen blöden Dinger entfernen. Nur jemand, der sich die Magie von Greenlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein. Und ich weiß genau, dass du dieser jemand bist. Wie entferne ich sie? Magie kann unterschiedlich sein, je nachdem wer zaubert. Aber du solltest deine Gedanken einfach auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Das klingt einfach. Vielleicht ist es das, oder vielleicht ist es das Schwierigste, was du je getan hast. Es gibt nur einen Weg, das Haus zu finden. Spüre die Magie in dir und sag das Zauberwort. Bibidi Babidi Busch. Ich mach Higitus Bigidus. Ich nehme das mal als Kompliment. Ah, das ist geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du dir die Macht der Dreamlight-Magie zunutze machen kannst. Nur denn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Fort mit dir. Da bist du ja. Oh je, die Nachtdornen haben sich auch einen Weg ins Haus gebahnt. Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hierher gekommen sind. Ah, das vergessen. Dieses Haus muss irgendwie wichtig sein. Ich spüre es auch. Wenn ich mich nur erinnern könnte, warum? Ah, das sind diese lästigen Nachtdornen. So viele von ihnen in der Nähe zu haben, benebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal. Ich lüpfe meinen Hut. Entfernen. Oh, ich kann ein bisschen rumtreten. Zaubern. Ja, einfach stampfen, aufräumen, das wäre in echt so schön. Oh, was haben wir hier? Ah, ein Puzzleteil. Oh. Ist das eine Art Erinnerung, die wir sammeln müssen? Ja, auch eins von 121. Ah, so Puzzlesteine erinnern mich irgendwie an Banjo-Kazooie. Wer es vielleicht kennt. Lager. Quatschen wir mal, um die Mission zu beenden. Du meine Hallo. Güte, die leuchtende Kugel, die du aus den Nachtdornen gezogen hast, ist eine Erinnerung. Es ist, als hätte sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Mouse und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen, etwas Wichtiges. Ich will das Traumschloss sehen. Das solltest du auch. Das Schloss ist wunderschön, obwohl es leider schon bessere Tage gesehen hat. Wenn ich mich nur erinnern könnte, was wir dort gelassen haben. Nun, wir müssen dieses Rätsel lösen. Moment, da ist doch etwas, woran ich mich erinnere.
Als uns unser Herrscher verließ, wurden die herrschaftlichen Geräte überall im Tal verstreut. Hey. Wir müssen sie finden, schnell. Sie sind mit uralter und mächtiger Magie gefüllt. Die herrschaftlichen Geräte, wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht mehr mächtige Magie erlernen. Vielleicht, aber denk daran, Magie ist nur so rein wie das Herz, das sie ausübt. Zunächst müssen wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unser Herrscher ging, fanden wir die Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Wenn ich mir recht überlege, war das ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdorn den Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, die Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. Versuch du es. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. Verstanden. Du musst auch die anderen drei herrschaftlichen Geräte finden. Die Schaufel, die Gießkanne und die Angelrute. Du wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Aber fürs Erste. Da brauchst du immer noch einen sicheren Ort, an dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst. Auch wenn es so vorübergeht. Ja, ich nehme dir einfach diese Hütte, ja? Mach dir dieses Haus als dein Zuhause. Ah, siehst du? Es hat viel Potenzial, ja. Das ist die richtige Einstellung. So wie ein geflüstertes Wort große Magie hervorrufen kann, so birgt dieses Haus viel Potenzial. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass der Herrscher Streamer Valley einmal ein solches Haus hatte. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unser Herrscher es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du mal einen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein. Du kannst mich dort finden, wenn du bereit bist. Meister! Öffne das Aufgabenmenü. Naja, ich kann dich einfach folgen. Okay. So. Aufgaben. Okay, die Geräte holen und zum Schloss gehen, ne? Jetzt können wir uns eigentlich mal hier ein bisschen umsehen. Ja, vielleicht mal ein bisschen Garten aufräumen. Annähern. Ui. Wer bist du denn? Ah, ich habe hier leider nichts für dich. Was ist das? Eine. Okay. Karotten. Münzen. Ach, wir brauchen noch eine Spitzhacke, ne? Oh, ich habe Brief. Post. Hey, willkommen. Disney Dreamlight Valley. Verbinden vom Hauptmenü aus? Naja, einfach einfordern. Ah. Gründerpaket. Ich spiele ja über Xbox Dingsbums. Deswegen. Es ist eigentlich gerade weniger das ganze Zeug hier. Ich will mal einfach nur ein Bild von dem Spiel machen, weil es für mich so gesehen eh kostengünstig ist. Kann ich vielleicht Kinder hier spielen lassen? Schauen. Ist Donald? Donald Duckel? Ansehen. Ah, das sind so die Aufgaben, die man machen muss. Und dafür kriegt man dann etwas im Gegenzug zurück. Aber wo soll denn dieser Stein sein auf dem Hauptplatz? Verstehe ich nicht. Das ist nicht dumm, das ist Dagobert, ja. Dagobert Duck. Ups. Wo läuft denn hier Zeit? Okay. Hab's auch geschafft. Ah, man wird hier mal wieder überhäuft am Anfang mit solchen Sachen. Kann ich auch irgendwie rennen? Oh, was ist das? Ah, auf X, oder? Ja. Geh was rüber zu Merlin. Spielst im Offline-Modus, jawohl. Oh, Hallöchen. Ah, das Traumschloss ist viele Geheimnisse, Antworten, Overblicks und zugenäht. Ich kann mich nicht erinnern, was daran ist.
Ich wette, dass wir im Schloss noch mehr Geheimnisse finden. Zweifellos. Das Schloss einige Rätsel aufgeben, aber ich bin zuversichtlich, dass es auch die Antworten enthält, die wir suchen. Beispielsweise, wie man Dreamlight Valley wieder zu seinem alten Glanz verhelfen kann. Lass uns hineingehen. Leichter gesagt als getan. Die Nachtdornen, die das Traumschloss umhüllen, sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker und benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folge mir, es gibt noch viel, was ich dir zeigen will. Danke, sehr freundlich von dir. Na gut. Jetzt haben wir hier so ein Haustier, das uns verfolgt. Okay. Können wir auch noch was entfernen. Hier ist eine Schaufel. Tada! Eins der Gegenstände, die wir brauchen. Öffne das Werkzeugrad. Grabe Löcher in den Boden und entferne Hindernisse mit X. Okidoki. Ah. Vielleicht mal ausprobieren, ne? So. Oh, jetzt können wir hier Samen pflanzen. Karotten. Yay. Oh. Was haben wir hier? Hocken bekommen oder Weizen? Eins von beiden. Steine. Noch ein paar Karotten hier hinmachen. So. Geh wieder in die Hand. So, Merlin, was ist los? Schön, denn uns bleibt nicht alles in Dreamlight Valley besteht aus. Nun ja, Dreamlight. Es ist das Glitzern, das man über allem und jedem sieht, sogar bei einem Zauberer wie mir. Doch das Dreamlight wurde immer seltener, je mehr sich das Vergessen über das Tal legte. Aber seit du da bist, ist der Zauber wieder da. Die Magie ist mit mir verbunden? Ich muss sie weise einsetzen. Ja, vielleicht waren wir ja der Herrscher, der weg war, um der Anwalt zu arbeiten, wieder zurückgekehrt. Wie lange du diesen Wunsch in deinem Herzen trägst, brauchst du dich nicht zu fürchten. Die Dreamlight-Magie wird durch Taten der Freundschaft, Liebe und Fürsorge stärker. Einfache Taten wie das Entfernen von Nachtorden oder das Schließen einer Freundschaft mit mir. Wenn du in den Boden schaust, entdeckst du die verschiedenen Aufgaben, mit denen du mehr Dreamlight erschaffen kannst. Um das Potenzial des Dreamlight voll auszuschöpfen, musst du die herrschaftlichen Geräte sammeln, die während des Vergessens verloren gegangen sind. Denk daran, manche Zauberer brauchen für ihre Magie magische Hilfsmittel. Du wirst diese Werkzeuge brauchen, um Dreamlight Valley zu retten. Mickey ist seit der Vergessen der Gärtner im Dorf. Vielleicht weiß er, wo die Gießkanne und die Schaufel zu finden sind. Mal sehen, fischen. Ah ja, Goofy ist ein begeisterter Angler. Er weiß sicher, wo die verlorene Angelroute finden kannst. Allerdings habe ich nichts mehr von ihm gehört, seit die Steine unseren Weg zur Wiese im Süden versperrt haben. Nun, du musst sie finden, also würde ich dort anfangen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ah, okidoki. Das heißt, die Gießkanne muss auch hier irgendwo sein, bei der Gärtnerei, damit wir auch unsere gepflanzten Sachen gießen können. Wir müssen aber sowieso... Ah, oh, da ist die Spitzhacke, oder? Yay! Hui! Oh, jetzt kommt wieder Licht ins Dunkle. Oh yeah, sehr schön. Ah, das ist dasselbe Prinzip. Bam. Boah, mit einem Schlag. Kelle, was haben wir für Kraft? Gut, dass ich meinen Charakter ein bisschen stämmiger gemacht habe. Hey. Ah, will ich die Blumen einfach aufheben und die Stöcke? Neues Rezept. Ich weiß auch nicht, wie viel ich tragen kann. Ist ja auch noch eine Frage. Hm, Richtung Garten müsste wohl hier lang gehen. Wie man Erschöpfung umgeht. Ohne Energie sind viele Aktivitäten nicht möglich. Wenn du isst oder dich in deinem Haus aufhältst, wird die Energie wieder aufgefüllt. Ah, okay. Wir müssen uns wohl wieder... Oh, ich kann auch nicht mal rennen. Was haben wir denn hier? Kleidungsbeutel. Nutzen.
Ui. Gelbe Mickey-Tonschuhe. Das ist natürlich... Also direkt mal ausprobieren. So. Nice. Habe ich noch mehr in der Garderobe? Hosen? Oh. Das... Okay. Okay. So, weil das ein Mantel ist. Kurze Hosen? Okay. Handschuhe? Nee, habe ich nicht. Röckchen? Oh. Kostüme? Kleider? Ah, das ist ja toll. Das ist richtig toll. So, wo ist denn unser Haus gewesen? Ich glaube da oben, ha? Ich kann nichts mehr entfernen. Ich habe keine Energie. Das heißt, wir müssen uns einfach kurz ausruhen. In der Hütte. Autos halben Glück allein. Erweitere dein Haus und passe es an. Ja, ich habe gar kein Bettchen. Merlins Willkommenspaket öffnen. Na? Ein Stuhl. 5 Äpfel. 3 Cookies. Schön. Das heißt, wir könnten das auch einfach essen. Oh. Ui, das gab aber ziemlich viel Power. Das ist vielleicht zu viel des Guten gewesen. Dann machen wir lieber nur die Äpfel. Aber wo sind denn hier meine Möbel? So, habe ich hier ein Bett? Nein. Sitzmöbel, ui. Schöne Couch, ui. Ah, widrig. Ich darf hier stellen? Entfernen auf X? Nee. Wie stelle ich das denn ab? Okay, so. Nähstühle, Lager. Hier kann man sich auf jeden Fall lange damit beschäftigen. Schönen Teppich noch hinstellen. So. Ja, ich brauche eigentlich ein Bett. Vielleicht die Möbel auch herstellen irgendwie. So. Das kommt ja alles mit diesem Gründerpaket hier mitgeschmissen worden. Deckenlicht. Und wie kann man alte Sachen entfernen, frage ich mich. Irgendwie muss man die Hütte bestimmt auch erweitern können, ne? So, Lager öffnen. Was haben wir hier im Lager drin? Kleidungsbeutel und Kohlenerz. Das können wir eigentlich alles mal übertragen. Das ist das Rezeptbuch. Ah. Müssen wir alles mal benutzen. Ui. Werkbank. Gericht? Das heißt, ich kann jetzt... Was herrscht da? Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Hä? Hey, schwarzes Poloshirt. Ausprobieren. Hey. Das ist mir aber irgendwie zu dunkel. So, dann haben wir noch eins. Benutze.
Roter Rucksack. Kann ich damit dann auch automatisch mehr tragen, oder? Oh, man kann das erweitern. Für 5000 Gold. Eieiei. Ne, aber ernsthaft, mich würde mal interessieren, wie ich Sachen herstelle. Sitz für Möbel. Werkbank. Zauber, Zäune. Funktionelle Gegenstände, Möbel. War wir denn ein Bett? Bettchen. Irgendwo muss doch ein Bett sein, oder? Wie soll ich sonst schlafen? Gereinigte Nachtschärpe. Das ist sonderbar. Etwas, was ich noch nicht... Ja gut, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Essen mitgenommen. Komm, hier ist echt noch raus? Nee. Ich werde barrikadiert. Oh oh. Oh oh, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich das wieder hin? Ah, nein, 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 nein. Ein Sternpfad, nichts verbinden hier. Kann ich das jetzt schon einsammeln? Oh, tatsächlich. Also, ersten 50 Dreamlight. Nicht mit Leibgerichten füttern. Und Eintörner. Eichhörchen meins. Wochen, Angeln, Sammlung, Freundschaft, Dorf. Repariere Häuser. Gut. Verbessere dein Haus. Ja, da steht ja was mit R, aber... Geräte, Aufgaben, Spielanleitung? Stelle ich das jetzt wieder um? Ich meine, ich bin in der Hütte, aber ich kann hier, egal was ich drücke. Ach so, Moment. RT? Nee. Das ist doch irgendwie umstellen können jetzt wieder. Ah. Möbel. So, alles. Stelle ich die Möbel wieder um? Ist einfach zu groß, das Ganze hier. So. Der Teppich kann ruhig bleiben. Dann stellen wir hin. Erstmal einfach einen Stuhl. Ein Stuhl dahin und gut ist. Vielleicht können wir uns ja auch auf dem Stuhl ausruhen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn wir uns hier aufhalten, reicht das ja schon, um sich auszuruhen. Brauchen wir vielleicht kein Bett extra. So, da kann man sich doch perfekt ausruhen. So. Können wir endlich weitermachen. Aber das muss ja auch erstmal angeschaut werden. Das ist ja schon vielleicht nicht so einfach. Gut, wir brauchen noch eine Gießkanne. Und ich will mal mit Dagobert sprechen. Reden. Sei gegrüßt, Nachbar. Huch, das hab ich ganz schön erschreckt. Hi. Weißt du nicht, dass man sich nie an eine Ente heranschleicht, während sie über ihre Investition nachdenkt? Vielleicht können wir bei ihm ja verkaufen oder kaufen. Und du bist Dagobert Duck. Ja, das bin ich. Du kennst mich sicher aus den Wirtschaftsnachrichten. Aber mein Geschäft läuft zwar nicht gut. Sieh dir nur meinen Laden an.
Das ganz doch sein erbärmlicher Zustand. Das mag sein, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ein wahrlich visionärer Geschäftsmann kann aus jeder Situation Profit ziehen. Nachdem sich der Himmel verfinstert hatte, haben die meisten Dorfbewohner das Dorf verlassen. Es erschienen immer weniger Kunden, bis niemand mehr kam. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie alle hin sind. Ich weiß noch, dass ich blieb, um mich um meinen Laden zu kümmern. Und um mein Geld natürlich. Danach? Ach ja, danach wurde ich durch die Nachtdorn hier eingesperrt. Und mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber so wie das Glitzern von Gold in der Sonne, fange ich langsam an, mich daran zu erinnern, wie das Dorf früher war. Und an all die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten. Im Leben gibt es mehr als Geld. Ei, aber ja, aber ja. Einen Schatz kann man nicht vergessen. Oh, Junge. Ich mache dir ein Angebot. Wenn du mir hilfst, genug Sternmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Rufi hatte früher einen Laden auf der Wiese südlich von hier. Er könnte sich dann Hilfe gebrauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus. Mit der Spitzhacke des Herrschers, die du gefunden hast, solltest du in der Lage sein, die Wiese zu erreichen. Finde Goofy und hilf ihm, wieder ins Geschäft zu kommen. Danach kannst du mir bei meiner großen Wiedereröffnung helfen. Und wie ich sehe, hast du eine Karte dabei. Vergiss nicht, sie zu benutzen, wenn du dich im Dorf zurechtfinden willst. Freundlichen Dank. Eine Karte, schön. Uiuiui. Auf der Karte siehst du die Position von Charakteren, Pflanzen, Gebäuden und mehr. Super duper. So. Im Süden. Ich wollte aber erst erst nochmal hier lang. Hier war doch der Garten, oder? Oh, was ist das? Das sieht ungemütlich aus. Oh, da brauche ich 3000 von den Pflanzendingen. Was haben wir hier? Ansehen. Oh, eine Erinnerung. Der Hauptplatz ist der Herz von Dreamlight Valley. Hier versammeln sich alle Bewohner des Tals, um einander zu helfen, wenn es nötig ist, und bei jeder Gelegenheit zu feiern. Oh. Gucken, was das hier, was wir da rausschlagen. Oh, das braucht aber mehr als einen Hieb. Uiuiui. Zack. Ah, da haben wir doch wieder was Erfolgreiches geschafft. So, jetzt haben wir hier auf den Dicken ein. Zack. Oh, das sieht doch nach einem Garten aus. Das ist bestimmt die Gießkanne, oder? Schauen wir doch mal. Oh, hier ist eine Angelrute. Finde schnell neue Aufgaben mit. Okay. Du hast sie verpasst. Finde eine Aufgabe, indem du das Symbol verfolgst oder A im Menüaufgaben wendest. Angelexpedition Aufgabe. Finde Goofy auf der Wiese. Ja, das schaffe ich noch. Was haben wir denn hier? Hier. Das können wir uns ansehen. Ja. So, das müsste wieder so ein Erinnerungsstück sein. Nehme ich an. Ja. Die Wiese ist ein schöner und friedlicher Ort mit sanftem Gras und einer angenehmen Brise. Perfekt für ein Picknick oder einen Spaziergang. Verlorene Tagebücher. Die Kisten kann man auch von hinten öffnen, okay. So, wieder scheinbar ein kleines Stück kaputt oder sowas. Oh, Stöckchen nehmen wir mit. Oh, was ist das? Oh. Ich kann jetzt so Sachen herstellen, nehme ich an. Dreamlight? Herstellen?
Ich habe 40 Stück. Ich mache erstmal nur 10. Ja. Schön. Müsste Goofy hier nicht irgendwo sein? Wir hauen das ja auch mal kaputt. Um sicher zu gehen, dass wir auch immer genügend Platz haben zum Rumrennen. Das ist dunkel hier. Das hat ja immer was zum Besonderheit, ne? Oder? Nee, nur Steine. Okay. Gut, versuchen wir mal ins Gebäude zu kommen. Vielleicht finden wir da Goofy. Treten. Ah, da ist er. Donnerwetter. Oh, da hat die einen schönen Couch. Da hat er aber schlauer hingestellt. Hat ja auch eine schöne Küche. Oh. Ja, Goofy. An deiner Stelle würde ich ja auch das Haus nicht verlassen, wenn ja alles so schön ist, ne? Willst du sie weitergeben? Ja, wir geben die mal gerne. Hui, jemand Neues. Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Du bist nur ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, richtig? Natürlich bin ich ein Freund. Ich will nicht Freund von Goofy sein. Oh, das ist beruhigend. Es ist wirklich lange her, dass ich jemanden anderen zu Gesicht bekommen habe. Seit sich der Himmel verdunkelt hat und die Nachtdornen gekommen sind, warte ich darauf, dass jemand vorbeikommt. Aber jetzt bist du ja hier. Wir werden gute Freunde sein. Ich weiß es einfach. Wenn das nicht zu aufdringlich ist. Ha! Es gibt so viel, was ich hier zeigen möchte. Da ist mein Stand. Wir müssen ihn allerdings erst aufräumen. Oh, und wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erst meinen Glücksangel finden. Die habe ich ihm ja gegeben, so gesehen. Ich habe deine Angel schon gefunden. Es gibt nur ein Problem. Sie scheint kaputt zu sein. Ah, wahrscheinlich müssen wir auf der Werkbank vielleicht reparieren oder so. Oh. Danke. Jetzt lass mich mal sehen. Ah, sie war nur mit Algen verheddert. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt, wo ich meine Glücksangel wieder habe, gebe ich dir diese, die ich nach dem Vergessen gefunden habe, damit wir zusammen angeln können. Ich glaube, sie gehörte unserem alten Herrscher. Sieh mal, sie scheint dich zu mögen. Weil ich so magisch bin. Das muss es sein. Scheint es wirklich magisch zu sein. Hier, bitte sehr. Sie gehört dir. Hier noch ein cooler Hut, damit du wie ein richtiger Angler aussiehst. Was hältst du von dem Hut? Ziemlich schick, oder? Richtig schick. Ja, das ist der. Vielleicht sollte ich meinen eigenen Goofy-Modelli gründen. Modelein? Ups. Ich könnte Onkel Dagobert ein wenig Konkurrenz machen. Also gut, ich zeige dir, wie du deine neue Angel benutzen kannst. Angelroute freigeschaltet. Werkzeug X, ja, sieht einfach aus. Schön kindgerecht. Bis auf das Menü. Da müssen sie vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren, dass sich da Kids besser durchfuchsen und schneller vielleicht. Aber ansonsten war es das erstmal mit unserem ersten Reinschnuppern. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch mehr davon aufnehmen soll für euch. Wenn da Interesse besteht und das Video geliked wird oder so, werde ich es natürlich machen. Ansonsten habe ich doch einen sehr positiven ersten Eindruck. Es ist sehr knuffig, nett und freundlich. Da habe ich ja sogar schon selber Lust, ein bisschen reinzuschauen. Vielleicht mache ich einfach noch eine Folge. Aber bisher doch ganz positiv. Und es ist noch im Early Access, von daher ist es noch nicht fertig. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.